Morgen, ich bin's, Martin. Ach, da hat sich eine verehrt. Das ist ja auch gut. Schmeckt's? Ich bin's, Martin. Heute ist der 26. Juli 2021. Ich bin jetzt seit fast 2 Monaten nicht mehr hier in der Gegend unterwegs gewesen, so richtig. Auf einer Tour, sondern einfach nur mal zur Arbeit gefahren oder so, weil ich ja vor 2 Monaten meine große Radtour gestartet habe. Ja, und jetzt bin ich wieder hier seit gestern und ich habe die Flutkatastrophe Gott sei Dank hier nicht erlebt, weil wir am den Tag, als es losging, sind wir in Urlaub gefahren, wie es geplant war, seit 3-4 Monaten. Und das Schlimmste habe ich hier nicht erlebt und ich bin jetzt, ich schaue mir das jetzt mal an, wie das jetzt nach 12 Tagen nach der Flut aussieht. Und was ich bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen, das echt, das flößt einen Respekt ein und auf der anderen Seite auch Respekt für die Leistung der Helfer, die hier wahrscheinlich schon sehr, 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 sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Ich nehme euch jetzt mal mit und schauen, wie es jetzt weiter aussieht. Jetzt fahre ich in die Richtung, zu Kemnade Stausee und mal gucken, wie es weitergeht. Servus, ich bin's wieder. Ja, ich bin jetzt einmal um Kemnader See rumgefahren und ich muss da feststellen, ich glaube, die haben Kemnader See ziemlich gut im Griff gehabt, das Hochwasser. Sieht mindestens so aus. Oder die haben reingehauen beim Aufräumen, kann mir aber nicht vorstellen. Da haben die, glaube ich, Glück gehabt mit dem See, dass sie halt durch die Staumauer genug Wasser ablassen konnten, so wie es aussieht. Nur halt hier zum Beispiel oder direkt hinter der Staumauer, da ist es extrem noch zu sehen, wie hoch das Wasser war. Also ich bin gerade hier ein Stückchen an der Ruhr entlang gefahren, bin ja eigentlich die ganze Zeit an der Ruhr, also quasi jetzt auf der Seite wieder von Hattingen, da war das Gestrüpp, was von dem Wasser aufgetürmt worden ist, höher als ich, also höher als der Radweg und höher als ich auf dem Baum, auf den Bäumen. Das ist schon eigentlich echt, echt heftig gewesen. Und ich habe nur damals gelesen, als ich im Urlaub war, dass der Pegelstand in Hattingen von der Ruhr 7 Meter war. Und ich weiß, dass wir normalerweise so um die 1,20 Meter, 1,30 Meter haben im Normalfall. 1,50 Meter ist schon ein bisschen erhöht und 2 Meter ist schon sehr viel eigentlich. Jetzt versuche ich mal, der Ruhr entlang Richtung Kemnade, Richtung
Waldener See zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich da durchkomme. Und ich nehme euch wieder mit. Bis dann. Never felt more like a winner than I do tonight. Never more certain the path laid before me was right. You over there with the curls in your hair, couldn't find more of a reason to stare. Never seen eyes look into me as you do tonight. And honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world. But it fades when you're near, so tell me where we go from here. Tell me where we go from here. If you'd hate the ocean, then I'd turn the water to land. If you'd miss the sunlight, I'd fill up the cups of my hands. And honey, but it fades with you near. So tell me where we go from here. Oh, where do we go? The lights burn out low. The spring turns to snow. Cause honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world. Ooh, every stone I've turned, I've spoken out every word. But it fades with you. Servus, ich melde mich heute das letzte Mal. Ich habe jetzt 67 Kilometer hinter mir. Ich schätze mal nach so ungefähr maximal 10 bis nach Hause, vielleicht sogar weniger. Und ja, der Baldener See, der liegt schon hinter mir. Und der schien nicht so betroffen zu sein von der Flut wie die anderen, also wie die Strecke davor an der Ruhr entlang. Entweder haben sie echt gut aufgeräumt oder es ist wirklich so, wie ich sage, dass es halt durch die Regulierung mit der Staumauer
einfach besser geklappt hat. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Wenn es eine live erlebt hat, dann kannst du mir vielleicht als Kommentar da reinschreiben. Ja, und ansonsten, es ist schönes Wetter. Zwischendurch kamen Wolken am Baldener See, aber ist alles gut gegangen. Es waren 3 Tropfen irgendwie unterwegs. Ja, jetzt geht's nach Hause. Ich nehme noch ein paar Bilder auf und sage ich mal einfach mal bis zum nächsten Mal. Ne? Ach ja, und bald erscheint natürlich meine Sommertour. Auch auf dem YouTube-Kanal Martin on Tour. Und wenn ihr keine Folgen verpassen wollt von meiner Sommertour 2021, könnt ihr einfach meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich darüber freuen. So, bis später oder bis demnächst mal. Tschüss. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Crickets see the moon side by side and through.